Ja, Pat, ja. Oh. So geht's unfassbar vielen Fußballern. Eine blöde Verletzung ohne Gegnerkontakt. In diesem Video zeige ich dir 6 effektive Möglichkeiten, wie du Verletzungen gezielt vorbeugst und dich besser auf dem Spielfeld bewegst. Übung Nummer 1 sind die sogenannten kontrollierten Gelenkskreise. Die werden auch CARS genannt. Controlled Articular Rotations. Hier geht es darum, dass man jedes Gelenk im Körper einmal durch die maximale Bewegungsamplitude führt und so einfach jeden Tag so einen kleinen Check-in hat mit seinen Gelenken und dass die Kommunikation zwischen Gehirn und Körper verbessert wird, dass einfach unsere Gelenke widerstandsfähiger werden. Ich zeige dir mal 2 Beispiele. Einmal für das Sprunggelenk und dann einmal für das Kniegelenk. Sprunggelenk. Hinsitzen auf dem Boden, dann nehme ich jetzt hier meinen rechten Oberschenkel, fahre mit meinem rechten Arm einmal drumherum. Linke Hand nehme ich dazu, fixiere hier mein Knie, weil das Knie soll einfach auch ruhig sein. Wir wollen hier keine Rotation haben, sondern die Bewegung soll ausschließlich hier im Sprunggelenk erfolgen. Und jetzt schaue ich einfach, dass ich hier eine maximal große Kreisbewegung mache, die möglichst langsam ist. So ein bisschen, als würde man durch Matsch gehen. Und dass ich hier, wie gerade eben gesagt, einen möglichst großen Kreis zeichne. Stell dir vor, du zeichnest hier mit deinem großen Zehen ja, einen maximalen Circle. Das Ganze rechts und links für 30 Sekunden. Kniegelenk kann man auch im Sitzen machen. Sieht ähnlich aus. Ich mache es hier für die rechte Seite einmal. Was die meisten nicht wissen, ist, dass man mit dem Kniegelenk auch hier so eine leichte Rotation durchführen kann. Ja, wir haben hier unser Schienbein und das rotieren wir jetzt quasi nach außen. Gehen dann ein bisschen in die Streckung, dann gehen wir nach innen und in die Beugung und dann wieder hoch, außen und wieder zurück. Und schau auch, dass du einfach hier achtsam bist und dich Vollgas auf das Gelenk konzentrierst. Nochmal, Kommunikation, Gehirn und Körper wird hier einfach geschult. Punkt Nummer 2 sind die sogenannten Animal Moves. Ich bleibe hier gleich auf dem Boden. Bei den Animal Moves ahmt man Bewegungen von Tieren nach. Das heißt beispielsweise, man macht hier einen Tiger, der sieht so aus. Geht auch rückwärts oder man packt hier den Entengang aus. Und gerade diese Bewegungsvielfalt, die wir hier dabei haben, die ist unfassbar wichtig für den Körper, weil wir so auch Step für Step lernen, unseren Körper in den verschiedensten Richtungen, in den verschiedensten Ebenen auch gut zu bewegen. 3. Punkt, Bewegungsvariabilität im Kraft- und Athletiktraining. Man ist es gewohnt, dass man in diesem Kontext meistens lineare Bewegungen ausführt, die relativ stupide sind und dass Variabilität, Vielfalt hier nicht irgendwie an der Tagesordnung steht. Es geht in erster Linie darum, dass man in diesem einen Bewegungsmuster besser wird, dass man einfach kräftiger wird. Ich würde dir aber empfehlen, dass du das Athletiktraining auch mal durch die Linse betrachtest, dass du auch zu einem besseren Beweger wirst. Also nicht nur stärker, ausdauernder zu werden, sondern dass du auch in der Lage bist, deinen Körper besser zu kontrollieren. Wie kannst du das Ganze umsetzen? Dass du natürlich einmal immer neue Übungen mit einbaust, zum anderen aber, dass du auch Übungen in verschiedenen Gelenkwinkeln ausführst oder auch so eine zusätzliche Challenge mit integrierst. Beispielsweise Lunges. Ich kann natürlich immer schön in dieser Ebene machen, wie man es kennt. Ja, manche kommen dann sogar noch auf die Idee, dass es auch zurückgeht oder auch zur Seite. Ich kann es doch aber auch zum Beispiel so mal machen, dass ich diagonal nach vorne gehe, dass ich vielleicht auch die Fußposition so habe, dass die Fußspitze nach innen zeigt oder nach außen zeigt oder dass ich nur auf der Fußspitze lande. Warum das Ganze? Nochmal, ich möchte, dass ich in jeglicher Bewegung einfach irgendwie auch Bewegungserfahrung gesammelt habe, dass mein Gehirn genau weiß, wie sich das anfühlen soll, weil wenn ich dann vielleicht mal im Spiel in dieser Bewegung bin, oder auch im Alltag irgendwie so eine Bewegung einnehmen muss, weil ich vielleicht stolper, dann bin ich für die Bewegung schon gewappnet und ich verletze mich tendenziell deutlich weniger wahrscheinlich. Wenn du jetzt zum Beispiel ein kleines Kind hast und es musst du jetzt hier schön auf die Rückbank tragen, hineinlupfen und dann hast du ja auch irgendwie ein Gewicht von 40, 50 Kilo und machst auf einmal so eine Bewegung, wo man vielleicht im Fitnesskontext sagen würde, die ist falsch. Nee, das brauchen wir auch im echten Leben. Und deswegen viel mehr Vielfalt, viel mehr Variabilität ins Kraft- und Athletiktraining integrieren. Gerade auch für dich als Fußballer. Das macht es interessant für den Körper und auch fürs Gehirn. Wir kommen zu Punkt Nummer 4 und der lautet, trainier öfters barfuß. Es gibt einen schönen, bekannten Satz von dem Movement-Coach, Movement-Guru Ido Portal. Und der sagt, High-Tech-Shoes
Low-Tech-Feet. Das heißt, einfach öfters mal Schuhe und Socken ausziehen. Unser ganzer Körper profitiert davon. Unsere Anatomie ist einfach evolutionsbiologisch nicht darauf ausgelegt, dass wir ständig mit so einem Kissen unterhalb vom Fuß unterwegs sind, sondern dass wir einfach barfuß unterwegs sind. Überleg mal nur Folgendes. Unser ganzer Körper hat 206 Knochen. 26 Knochen davon sind in diesem Fuß, nochmal 26 Knochen, logischerweise sind in dem anderen Fuß. Das heißt, rund ein Viertel aller Knochen von uns ist in unseren Füßen. Und was machen wir die ganze Zeit damit? Oder eine große Zeit am Tag damit? Wir haben die Füße in so einem Gipsbett. Gerade Fußballschuhe eigentlich total kacke, aber logischerweise, wir Fußballer brauchen natürlich auch einen Fußballschuh, weil es unser Werkzeug ist. Aber versucht da einfach vielleicht mal hier und da im Training, bei einem Rondo, bei einem Auslaufen, Einlaufen, bei verschiedenen Koordinationsübungen barfuß unterwegs zu sein oder auch so in deinem Alltag, weil es tut unserem Körper so gut, es verbessert die Propriozeption, es verbessert die Athletik, es verbessert die Knöchelstabilität. Zu all diesen Punkten gibt es Studien. Es ist für mich auch overall einer der leichtesten Möglichkeiten, um direkt was für die eigene Gesundheit zu tun. Punkt Nummer 5 lautet, führe auch Visualtraining durch. Ich habe hier so eine Schnur, die ist nicht zum Seilspringen da, sondern ist die sogenannte Brockschnur. Und mit der kann man zum Beispiel sein räumliches Sehen trainieren. Räumliches Sehen brutal wichtig, um beispielsweise Entfernungen, Geschwindigkeiten gut einschätzen zu können. Und du musst nur mal überlegen, 60-80% von den Informationen, die unser Gehirn nutzt, um die Bewegung zu planen, die stammen von den Augen und dementsprechend Visualtraining so, so wichtig, um einfach auch gute, geschmeidige, koordinierte Bewegungen auszuführen. Gleichzeitig ist es auch einfach so, dass wenn ich irgendwie sehr unrunde Bewegungen habe und mich sehr unkoordiniert bewege, dann kann es auch häufig irgendwie daran liegen, dass einfach meine Augen komplett schlecht kalibriert sind. Ich rede hier gar nicht unbedingt davon, dass die Sehschärfe nicht so gut ist, sondern es können auch andere Fähigkeiten sein, wie eben gerade angesprochen, das räumliche Sehen. Wir kommen zum letzten Punkt und zwar trainiere dein vestibuläres System. Das vestibuläre System ist hier im Innenohr und sagt uns zum Beispiel, in welche Richtung wir uns bewegen und wo ist oben, wo ist unten. Und dieses vestibuläre System ist unfassbar wichtig, weil wenn das schlecht kalibriert ist, dann kann das häufig zum Beispiel zu Beckenschiefständen führen, zu Disbalancen, zu Rückenschmerzen, um nur ein paar Sachen zu sagen. Wie kann ich das vestibuläre System trainieren? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. In erster Linie ist es zum Beispiel denkbar, einfach Kopfbeschleunigungen oder Körperbeschleunigungen auszuführen. Das kann dann einfach so aussehen, dass du in einem Einbeinstand bist, lange Wirbelsäule, ganz leicht ins Doppelkinn gehen und dann machst du langsam so eine Nein-Nein-Bewegung und kannst dann mit der Zeit auch zügiger das Ganze machen. Das waren jetzt die 6 Tipps für dich. Denke mal dran, komm unbedingt in die Umsetzung. Und abschließend habe ich noch eine Bitte an dich. Und zwar, wir haben so unfassbar viele Zuschauer, was uns total happy und stolz und natürlich auch dankbar macht. Was aber wirklich überragend wäre, wenn du dem Kanal einfach auch noch ein Abo dalässt, dass wir da einfach auch noch ein bisschen mehr wachsen, mehr Fußballtrainer, mehr Fußballspieler erreichen und so neurozentriertes Fußballtraining in die große, weite Welt bringen.